Hallo Freunde, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir sind im Stützpunkt der Separatisten in Fort Montel und ich hatte mir vorgenommen, mit dieser Episode verlassen wir diese staubige Kugel. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. So wie es im Moment aussieht, haben wir die meisten Quests schon erfüllt. Wir haben nur noch eine Menge Latscherei zu erledigen. Das ist schon die letzte Ebene. Ihr seht noch ein paar vereinzelte Quests und dann müssten wir ziemlich gut dabei sein eigentlich. Naja, mal sehen, ob das hinhaut. Dich machen wir nieder. Danke, Corso. Junge, Junge. Der macht wirklich viel Schaden. Da. Für einen Tank, meine ich. Die ganzen Gruppen gehen mir aber langsam doch ein bisschen auf den Keks. Corso? Du bist jetzt nicht runtergehupft. Na, Spitze. Ah, da ist er wieder. Nicht tot zu kriegen, der Bengel. So muss das sein. Junge, Junge. Nee, so ist das eigentlich ganz okay. Wollen wir hoffen, dass ich jetzt nicht aus Versehen doch noch zu viel gepult habe. Nö, sieht ganz okay aus. War nur die eine Gruppe. Das ist in Ordnung. So, einmal kurz hochheilen. Sicher, sicher. Und da vorne haben wir dann ein Terminal. Wir müssen ja noch eine Landungszone einrichten für republikanische Soldaten. Den haben wir ja versprochen, denen zu helfen, hier sicher anzukommen. Kann ich auch. Siehst du? Tja. Vorher erst den fiesen Tritt, bevor man mit dem Kolben zuhaut. Aber was erwartet man von Separatisten? Das sind halt keine Profis. Das hier wird die Landezone. Da müssen wir nur noch ein bisschen aufräumen. Damit die auch dementsprechend sicher ist. Sehr gut. Ach, diese einzelnen Gruppen, wie stark sind die? Neuner. Im Grunde genommen wie wir. Sehr gut. Das wäre das erste Abwehrgeschütz. Nicht, dass sie noch jemand bedienen könnte oder so. Aber Auftrag ist Auftrag. Abwehrgeschütze sind zu vernichten. Ihr trefft die Scheune nicht, wenn ihr drin steht, Leute. Bei euren Schießkünsten lachen euch die Stormtrooper aus. Also, Respekt. Du schaffst einen silbernen Solo. Ohne echtes Life zu verlieren. Das sollten wir mal beibehalten. Naja, zeigt einfach nur, was die Leute können, wenn man sie richtig ausrüstet. Denn im Moment ist Corso im Prinzip auf unserem Stand ausgerüstet. Also praktisch gar nicht. Und dann flutscht das alles. Okay, und dann geht's weiter. Was ist das alles? Ach ja, zurück. Das hat Zeit. Als nächstes mal das Terminal hier unten. Beziehungsweise die Com-Station. Na, nennt's wie ihr wollt. Da ist ganz schön was los.
Ich vergesse mal, dass wir noch am Anfang sind. Und das sind große Gruppen noch überhaupt kein Problem. Und auch Silberne spielen eigentlich noch keine echte Rolle. Oh Mann. Ja, da könnte man sich wirklich verwöhnen lassen. Und sobald man dann auf Coruscant ist, trifft es einen richtig hart. Naja, auf Coruscant sollten wir dann auch ein bisschen Ausrüstung dabei haben. Ich meine, im Moment ist das ganze Zeug noch nackig und hat effektiv keine Werte. Müssen wir dringend was machen. Level 9, damit kann man eigentlich schon gute Ausrüstung einbauen. Vergleichsweise gute. Also verglichen mit vorher. Irgendwas mit irgendwelchen Werten einfach. Jawohl, da war ich diesmal schneller, Corso. So, Kommunikationsstation. Damit müsste es dann ziemlich erledigt sein. Nur aus Text, ja, sag mal. Aha. Ah, okay. Problem gelöst. Quest abgeschlossen, so muss das sein. Sehr gut, sehr gut. Dann geht es jetzt nur noch um Skavok und unser Raumschiff. Dann wären wir hier eigentlich fertig auf Ort Montel und. Ja, so wie es aussieht, Level 10 ist ziemlich genau pünktlich Schluss. Finde ich auch. Problem gelöst. Ach, diese heldenhafte Musik im Hintergrund, dafür, dass wir eigentlich nichts tun. Und erledigt. Selbst Corso kriegt kaum Schaden von denen. Oh Mann. Gut, da vorne haben wir unsere Instanz, Klassenquest, endlich Skavaks Treffpunkt. Dann mischen wir die Leute mal auf. Dem werde ich noch was erzählen hier von wegen Raumschiff klauen und so. Oh, du ziehst mich in den Nahkampf. Das ist ja sehr nett von dir. Dann spare ich mir das Laufen und kann dir direkt ins Gesicht hauen. Das ist ja super. Das sollten wir zur Angewohnheit machen. Corso, was glaubst du, was wir die ganze Zeit machen? Karten spielen oder was? Schluss mit dem Waffenhandel. Separatisten Waffenhändler besiegen. 5 Stücke. Haben wir drüben noch einen? Leiter, Technologieoffizier. Sieht nicht so aus. Da haben wir einen Waffenhändler und ich glaube, die sind abgezählt hier am Anfang. Wie gesagt. Super Sache das. Na, immerhin. Okay. Ach ja, was ich übrigens noch nicht, gar nicht erzählt habe. Der Charakter soll nicht bis zum Ende so aussehen. Das hatte ich ja bei Kulika gemacht. Sie hat am Anfang ein Sith-Outfit bekommen und das quasi für den Rest des Let's Plays behalten. Das soll bei ihr nicht so sein. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt noch nicht, ob ich die Ausrüstung bekomme, die ich gerne hätte. Als Richtlinie gilt, wie für so ziemlich jeden Schmuggler, das strebt wohl jeder an, der Schmuggler aus dem Intro-Video, das ich euch leider nicht zeigen kann, weil, naja, LucasArts, die sind da ein bisschen extrem, sagen wir es mal so. Zu Recht ist deren geistiges Eigentum und ich will da nichts klauen, aber ja. Schaut euch einfach mal das Intro-Video an mit dem Schmuggler, so ungefähr, mit diesem Cowboy-Hut und dem weiten Mantel.
wahnsinnig cool, dieser Typ. Und in die Richtung will ich den Charakter entwickeln. Wie schnell das geht und ob das so klappt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber dann habt ihr schon mal eine Ahnung, wie das denn angedacht ist mit dem Charakter. So, da fehlt nur noch einer. Da würde ich sagen, nehmen wir gerade den da, weil er so rumsteht. Jetzt zieht er uns ran. Fieser Tritt. Dann gibt es das auf die Nuss. Ja, und da sind wir Level 10. So viel also zu den Gruppenquests. Das kriege ich einfach nicht mehr gebacken. Ansonsten komme ich hier mit Level 12 runter vom Planeten am Ende. Das will doch keiner. Ihr wertloser verbrecherischer Abschaum. Ihr wagt es, in meine Festung einzudringen und meine mutigen Waffenbrüder zu ermorden? Okay, wer bist du und wo ist mein Schiff? Der Rest ist mir egal. Euer Kumpel Skavak hat meinen Frachter gestohlen. Ich will ihn zurück. Hier findet ihr keinen Frachter, nur den Tod. Ihr habt Verbrechen am unterdrückten Volk von Ortmann Tell begangen. Darauf steht die Todesstrafe. Merkt euch unsere Gesichter gut, krimineller Bodensatz. Wir sind eure rechtmäßigen Henker. Habt ihr irgendwelche letzten Worte? Abschaum? Ja, wo ist mein Schiff? Es gibt keinen Grund, warum wir nicht ins Geschäft kommen sollten. Ich verhandle nicht mit korrupten Hunden. Ich vernichte sie. Na, dann bin ich mal gespannt. Ja, und für deine Unterhose. Ich weiß, ich weiß. Na, das war ja wenig spannend. Was haben wir denn da Schönes? Notfallflottenpass. Ich glaube, den brauchen wir im Moment noch nicht. Haben wir noch ein bisschen was zu erledigen hier. Ich weiß, warum ihr hier seid, aber ihr verschwendet eure Zeit. Okay, fragen wir noch mal höflich, wo ist mein Schiff? Ich bin hier, um Skavak und mein Raumschiff zu finden. Wo sind sie? Skavak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist schon seit Stunden weg. Es war ein Fehler von Darek, gegen euch zu kämpfen. Es gab so viele Tote, dabei hätte er euch doch einfach die Wahrheit sagen können. Skavak ist hier vor ein paar Stunden vorbeigekommen, um die Waffen zu liefern. Aber es war alles nur ein Trick. Er hat vorgegeben, auf unserer Seite zu sein, damit er einen alten, rostigen Droiden von Darek stehlen konnte. Okay. Warum? Skavak ist hergekommen, um einen Droiden zu stehlen? Irgend so ein wertloser Schrotthaufen, der schon seit Generationen im Besitz von Dareks Familie ist. Dieser Droide war uralt und praktisch nutzlos. Aber Skavak hat ihn wie einen großen Schatz mitgenommen und sich den Weg nach draußen freigeschossen. Er ist mit eurem Schiff entkommen. Ich weiß nicht wohin, aber ich weiß, wer es wissen könnte. Skavak hat in Forganik ein Mädchen namens Serena. Oh! Moment. Das klingt mir etwas unglaubwürdig. Es stimmt. Darek hat die ganze Zeit mit ihr über Holo gesprochen und Nachrichten für Skavak hinterlassen. Sie war unser Hauptkontakt. Es war Serena, die uns vor euch gewarnt hat. Wenn ihr herausfinden wollt, wo Skavak hin ist, müsst ihr Serena fragen. Bitte lasst mich gehen. Ich habe eine Familie auf dem Festland. Bitte! Separatisten haben eine Familie auf dem Gewissen. Und ich habe mir geschworen, jeden einzelnen von euch zu erledigen. Ich bin erst seit ein paar Monaten hier. Ich habe niemandes Familie getötet. Ich habe nur meine Befehle befolgt. Dann befehle ich euch zu sterben. Corso aus. Befehl aufgehoben, Corso. Captain, ich muss das tun. Ich kann ihn nicht einfach heimgehen lassen und so tun, als wäre nichts geschehen. Dann gehst du barfuß zurück und zwar alleine und ich lasse dich hier zurück. Würde deine Familie wollen, dass du Leute hinrichtest? Meine Familie waren Farmer, keine Soldaten. Bitte, ich schwöre, dass ich nie wieder einem Mann wie Darek dienen werde. Ich werde einfach heimgehen und mich um meine Familie kümmern. Verschwindet von hier, bevor ich meine Meinung ändere. Danke. Na dann, Captain. Auf zu einer kleinen Fragestunde mit Serena. Oh, das wird nicht lange dauern. Mein Blaster hat effektiv nur eine einzige Frage. So, es sieht fast so aus, als hätten wir hier drüben nichts mehr abzugeben, sondern nur noch in Fort Garnick. Schnellreise.
Gut, da sind wir in Forganik. Jetzt mal ganz kurz drauf spitzeln. Oh ja, das sind drei Stationen. Das geht relativ einfach. Einmal hier drüben unser Xus oder wie der heißt. Wie ich höre, habt ihr das Landegebiet gesichert. Gute Arbeit. Ja. Aber ihr sollt wissen, dass ihr ein wahrer Held seid. Super. Wir müssen immer daran denken, dass wir für den Frieden auf Ort Mantell kämpfen. Helden sterben. Legenden leben ewig. Wie wäre es mit Legende statt Held und außerdem eine legendäre Belohnung? Und Credits. Denkt an die Credits. Ihr habt sie euch verdient. Danke. Held sein, Schnickschnack. Ist diese Schlacht bald vorbei. Wir machen unsere Arbeit, wir werden dafür bezahlt und damit hat sich's. So, Level 10. Ich glaube, unser Ausbilder hat mal wieder was. Der jubelt schon, wenn er uns sieht. Gut, was haben wir denn hier? Entkommen macht Handlungsunfähigkeitseffekte zunichte. Sehr gut. Und Ausweichen erhöht deine Chance, Nah- und Fernkampfangriffen auszuweichen. 3 Sekunden lang um 200%. Tarnung wird nicht aufgehoben. Moment, wenn ich 1% Chance habe auszuweichen, hätte ich damit 3%. Wir nehmen es mal mit. Wer weiß, wofür wir es brauchen können. Gut. Dann haben wir hier drüben den Auftraggeber, der sich mit Piraten beschäftigt. Ich bin gespannt. Sieh da, wenn das nicht der Held des Tages ist. Meine Agenten haben wem außerhalb der Separatistenbasis aufgelesen. Er hat uns schon jetzt genug erzählt, um diese Rebellion ein für alle Mal zu beenden. Gute Arbeit. Ich bin gespannt. Ich bin nicht hier, um zu plaudern. Ihr habt mir Credits versprochen. Wir haben wohl alle unsere Prioritäten. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht warten. Hier ist euer Geld. Und noch einmal, das war wirklich gute Arbeit. Yay. Versteht mich nicht falsch, ich bin wirklich nicht gierig, aber ich will eine Wegversperre für das Raumschiff kaufen, wenn wir es denn irgendwann wiederkriegen. Das mit Skavak ist ja nicht so lustig gelaufen. Wir schauen mal, was Vito dazu sagt und Sirena, naja, mit der habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Wie gesagt, das wird eine recht kurze Unterhaltung werden. Der Blaster wird mal abhusten und dann ist die Sache vorbei. Es sei denn, sie hat einen richtig guten Grund. Ich kann nicht glauben, dass du Vito erledigt hast, Schätzchen. Er hat dich im Gespräch mit Separatisten gesehen. Na und? Er hat gedroht, mich an Rogun den Schlechter auszuliefern. Ich musste ihn töten. Außerdem können wir jetzt endlich zusammen sein. Ja, die Sache ist nur, dass mein Frachtraum voll ist und ich Arbeit habe. Ich rufe dich aber mal an. Versprochen. Was soll das? Du hast versprochen, mich hier rauszuholen. Ich habe alles für dich getan, Skavak. Du hast das fürs Geld getan, genau wie ich. Der Unterschied ist nur, dass du nicht bezahlt wirst. Wir sehen uns, Liebling. Tja. Captain, ich habe euch gar nicht reinkommen sehen. Es ist schön, dass ihr noch am Leben seid. Wie lange seid ihr schon zurück? Ja, lange genug, würde ich sagen. Eure Freunde in der geheimen Basis haben euch verpetzt. Ich hätte wissen müssen, dass diese Schwachköpfe euch nicht töten würden. Schluss mit den Spielchen. Finde ich gut. Skavak hat mich benutzt, wie alle anderen auch. Der Mann könnte sogar einem Mandalorianer die Rüstung abschwatzen. Die Kopfgeldjäger von Rogun, dem Schlechter, sind schon auf dem Weg. Es ist besser, wir sind weg, wenn sie hier ankommen. Oh, keine Sorge. Ist mit eurem Schiff und den Waffen nach Coruscant geflogen. Wenn ihr jetzt aufbrecht, wird er nicht wissen, dass ihr ihm folgt. Mach dir mal keine Sorgen. Du hast andere Probleme, würde ich sagen. Ich habe immer noch genügend Zeit, euch von meiner Abreise zu töten. Mit jeder Sekunde, die ihr damit verbringt, mich zu bedrohen, kommen Roguns Kopfgeldjäger näher. Bin ich das wirklich wert? Mir schon. Verrat muss bestraft werden. Sie ziehen sich dank euch von dieser Insel zurück. Und die Republik hat gerade den Fernhafen wieder geöffnet. Ich gebe euch ein Fernticket nach Coruscant, wenn ihr mich gehen lasst. Einverstanden? Ich glaube nicht. Ich nehme euch das Ticket ab, wenn ihr tot seid. Ihr Frauen könnt ganz schön grausam sein. Hoffentlich erwartet ihr niemals von mir, auf eine Lady zu schießen. Und wenn es eine Separatistin ist? Scheint ja nicht gerade zimperlich zu sein, was Separatisten angeht.
dich schießen würde, würdest du nicht zurückschießen? Selbstverteidigung ist eine Sache. Ihr habt Syrena in die Ecke gedrängt. Jetzt haltet ihr mich wohl für einen dummen Bauernjungen, wie? Den Kopf voller altmodischer Ideen. Überhaupt kein Problem. Syrena hat eigentlich zuerst angegriffen. Sie war nur zu feige, das selbst zu machen, solange wie ich hier bin. Und sie hat versucht, die Drecksarbeit auf die Separatisten abzuladen. Im Grunde genommen, was Notwehr. Sehr großzügig ausgelegt. Ich halte dich nicht für dumm. Eigentlich bist du sogar irgendwie süß. Wollte ich nicht ein bisschen gucken, worauf ich klicke? Ich mag euch auch. Armer alter Vido. Ich wünschte, er könnte hören, was wir getan haben. Es würde ihm ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Es wäre nicht gesund, hier zu bleiben, Captain. Ich glaube, Syrena hat die Wahrheit über Roguns Kopfgeldjäger gesagt. Natürlich hat sie das. Und wir wissen auch nicht, wie lange Skavak auf Coruscant bleiben wird. Schwingen wir uns in eine Fähre und schnappen ihn uns, solange wir noch können. Das klingt nicht schlecht. So wie du redest, willst du mit, ha? Hast du vor, mitzukommen? Ich habe nicht vor, euch im Stich zu lassen, Captain. Außerdem muss ich noch Fackel retten. Vido hat mir etwas von seinem Kram vermacht. Ich denke, er würde wollen, dass ich ihn mit euch teile. Auf zum Fährenhafen. Je schneller wir den Planeten verlassen, desto besser. Ja, sehe ich auch so. Juhe. Dann hätten wir das auch geschafft. Ach du Schande, schon fast Level 11. Moment. Und tschüss. Genauso wie das. Genauso wie das. Eigentlich mache ich die wirklich, 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 wirklich gerne hier. Die Gruppenquests sind nämlich gerade mit Corso sehr einfach und bringen massenhaft Belohnungen. Aber ich habe ja gesagt, wir treffen uns auf der Raumstation mit Level 10 und wenn ich die jetzt noch alle mache, sind wir locker Level 12. Das wäre nicht so nett. Na gut, auf zum Raumhafen. Allerdings hatte ich ja vor ein paar Episoden schon angesprochen, kleine Überraschung und so weiter. Was ich jetzt mal mache... Wir holen uns das hier. Und zwar für den Charakter. Mit Credits. Wir haben es durchs Vermächtnis schon lange freigeschalten. Also nehmen wir das auch. Das heißt, wir haben jetzt die Gleiternavigation. Und wir brauchen ein Gefährt. Jetzt war Kulika natürlich ewig lang mit dem Huttengleiter unterwegs. Während der Verkleidungsphase war sie mit so einem Jedi-Reittier unterwegs. Wir hätten noch so eine Sense mit Knochenaufsätzen und so. Das passt aber alles nicht so richtig zu einer Schmugglerin. Die Schmugglerin war richtig brav. Sie hat vor kurzem ein Auto geschenkt bekommen. Und ich würde sagen, das ist unsere Reisemöglichkeit. Da haben wir es. Das ist mal ein sportlicher Flitzer, würde ich sagen. Dann mal auf an die Arbeit. Doch, das passt eigentlich ganz gut. Ist vielleicht ein bisschen prollig, aber ich find's toll. Lustiges kleines Auto. Vor allen Dingen war es ein Schnäppchen. Im Kartellmarkt. Also ich habe dafür kein echtes Geld ausgegeben. Ganz strikt nur Credits, wie sich das gehört. Oh, Moment. Das ist falsch. Wir müssen erstmal hier unten noch mit ein paar Leuten reden, würde ich sagen. Da gibt es ein paar Kopfgeldjäger, die es auf uns abgesehen haben. Und ja, wir wollen denen ein bisschen die Arbeit ersparen. Nicht, dass sie uns ewig weit verfolgen müssen. Da gucken wir mal, was wir vorher tun können. Wie läuft's? Das sind fast mandalorianische Rüstungen. Rogun der Schlechter wird da nicht lange rumspielen wollen, so wie es aussieht. Ich habe es satt, auf Raumschiffen eingepfercht zu sein, Soru. Ich will auch mal rumlaufen und Sachen abknallen. Ich möchte aber nicht mit ihm sprechen. Der sollte mit Skava quatschen. Sagt Rogun, er kann mich mal. Oh, ihr wollt kämpfen? Das könnte doch noch unterhaltsam werden. Ich
Nö, eigentlich nicht. Ich habe jetzt eigentlich auch keine große Lust, die bestechen zu wollen oder so. Die machen wir einfach lang und dann hat sich's. Problem gelöst. Hoho, Biaki, das ist ein bisschen arg hart, oder? Aber ich bin froh, dass ihr es nicht getan habt. Ja, du zweidimensionale Gestalt. Pass mal auf. Siehste, Problem gelöst. Corso macht einen ziemlich guten Job, muss ich sagen. So, gleich ist unsere Energie futsch, aber im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden. Das hätte ganz gut geklappt, würde ich sagen. Okay. Und dann war es das wohl mit Ortmantel. Die Reise zur Raumstation werde ich euch jetzt nicht antun, ist hier wenig spannend. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf der Raumstation. Dann erledige ich da gerade noch ein paar Quests und laufe mal zum nächsten Ausbilder. Allerdings werde ich noch keine Klasse wählen. Ich bin immer noch in der gleichen Aufnahmesession wie vor gefühlt 3 Wochen. Ich habe immer noch keine Chance gehabt, eure Kommentare zu lesen, welche Klasse es denn werden soll. Das gehen wir mal so gegen Ende an. Was haben wir denn da noch Schönes? Ach, richtig. Na, lass mal gut sein. Gruppenquests brauchen wir hier nicht. Gut, wie gesagt, wir sehen uns gleich auf der Raumstation. Da schauen wir uns dann mal ein bisschen um. Bis gleich. Okay, da sind wir auf der Raumstation. Das war nicht schlecht. Wir kriegen neue Ausrüstung für Corso. Ich würde sagen, für den Anfang... Wir jagen Skavak. Das ist okay. Sieht gut aus. Den Kram legen wir mal hier runter. Nicht, dass wir das aus Versehen wegschmeißen mal. Ah ja, warum nicht? Gut. Du möchtest mal mit uns sprechen, hä? Wenn ihr mal eine Minute Zeit habt, Captain, ich habe da über etwas nachgedacht. Tut dir nicht weh dabei. So, das ist natürlich nur der Ankunftshangar. Da kommt man von den Startplaneten hierher. Und ja, wir haben da oben noch so ein kleines Rendezvous. Erstmal sprechen wir noch mit Corso und zum anderen weiterführende Ausbilder. Da gibt es ein kleines Gespräch, glaube ich. Was haben wir denn ansonsten noch? Okay, hier ist keine Drohne und hier ist auch niemand in Carbonit eingefroren. Sieht so aus, als würde derzeit kein großer Event laufen. Auch mal was Schönes, wenn es ruhig ist. Hallo? Chaporko Utman Gisa, Mitisa Roda Kopana, Kavaji Uta Kuga Huta Lupri, da Bumba Ula. Kurawe Nimni, Nana Kasunri, Rafupa Unaguta. Okay. Wenn der ein paar Tricks hat, neue Sachen lernen lohnt sich eigentlich immer. Wir werden sehen. Ich bin ziemlich beschäftigt. Mibunawa, Tuipitute Bak Batra, Wonga Wonga. Naka Noya Choski, Noyo Kuchuso de Mate Chichoya. Chiholukuta, Chubu Ikatsfu, Undole. Undole, das klingt ein bisschen wie Andale. Heißt das, ich soll mich beeilen? Meh. So, was haben wir hier? Da gibt es extra Erfahrungspunkte, richtig. Flashpoint-Mission, die nehmen wir mal an. Und Tutorial, Handwerksausbilder, das nehmen wir auch an. Das werde ich allerdings offscreen machen, das ist wenig spannend. Da laufe ich einfach nur im Kreis, quatsche mit ein paar NSCs und wähle mir anschließend einen Beruf. Was das sein wird, weiß ich jetzt noch nicht, habe mir noch keine echten Gedanken dazu gemacht. Kommt auch ein bisschen drauf an, welche Skillung es letzten Endes wird. Als Heiler lohnt sich es zum Beispiel, wenn wir... dementsprechend auch Heilung, Biochemie und so ein Zeug als Beruf nehmen. Na, mal sehen. Das ist das beste Gefühl.
Ein Himmel voller Sterne, ein neuer Planet wartet irgendwo in der Galaxis. Das wird nie langweilig. Okay. Ich dachte, deine Eltern waren Farmer, wurden von Separatisten gekillt und seitdem bist du auf dem Planeten suchst Rache. Ich dachte, du hättest Ort Mantell nie zuvor verlassen. So viel wisst ihr über mich, Captain? Es ist selten, eine Frau zu treffen, die nur durch Reden alles über das Leben eines Mannes erfahren kann. Als ich zurück nach Ort Mantell kam, dachte ich, das wäre das Ende für mich. Danke, dass ihr mir einen Ausweg gezeigt habt. Als hätte ich eine Wahl gehabt. Na gut, das wäre das. Gut, wie gesagt, als nächstes geht es eigentlich darum, was wir werden, Revolverheld oder Schurke. Richtig viel Schaden machen oder heilen, Knochenflicker und so ein Zeug. Ihr seht schon, dass hier ist sehr aufs Schadensmachen fixiert. Hier haben wir noch ein paar Möglichkeiten mehr. Ich habe natürlich eine Vorliebe, aber das werde ich jetzt erstmal nicht verraten. Ich bin gespannt, was ihr an Vorschlägen oder Wünschen in die Kommentare geschrieben habt. Und ja, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Ich freue mich besonders auf Sonntagabend. Ich bin mal gespannt, wie viele von euch auftauchen werden und wie wir dann den ersten Flashpunkt machen. Bis dahin, macht's gut, haltet die Haut steif. Ciao, Freunde.